Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Und zwar über die letzte Generation, ihren Gratismut und die exzentrischen, eigenwilligen, selbstdarstellerischen Aktionen, die diese wohlstandsverwahrlosten jungen Menschen auf den Straßen, in den Museen oder wie jetzt in einem Hotel in Berlin vollziehen. Im Adlon haben sie wieder für eine Riesenschweinerei gesorgt, nur um sich selber zu feiern, zu inszenieren, ohne jeden Wert für die Gesellschaft oder die Generationen rundherum. Ganz anders eine junge Frau in Teheran. Ja, Teheran sollte uns beschäftigen, denn da sehen wir, was echter Mut, was Heldenmut ist und nicht so ein billiger Gratismut nach einem warmen Kakao im Innenhof des Adlon. Darüber sprechen wir jetzt. Meine lieben Freunde, mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist. Und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, denn dann erfahrt ihr alles, was in Deutschland Schlagzeilen macht und es eben nicht auf die Titelseiten der ganz großen Medien schafft, weil es nicht interessant genug ist, weil es gegen das Narrativ geht, also gegen das, was man euch gerne vermitteln will, oder weil es auf dem Index steht. Ganz vorne sind immer die Geschichten dieser jungen Menschen, wie unser Haldenwang, unser Verfassungsschützer gesagt hat, die Jungs und Mädchen von der letzten Generation wollen ja nur für ihre Zukunft etwas tun. Nein, das sind verwöhnte, eigenwillige Gören, wie jetzt auch die Klima-Lilly. Die hat sich im Adlon, Adlon ist das Luxushotel in Berlin, hat sie sich heute etwas ganz Besonderes überlegt. Sie ging hin und hat den Brunnen mal wieder in eine Farbe getunkt. Das machen sie ja ganz gerne. Knallige Bonbons, knallige Farben, um Aufmerksamkeit zu erregen für sich selber. Denn es sind egozentrische Selbstdarsteller, diese jungen Menschen. Sie ist diese Klima-Lilly 24, 25 Mal bereits auffällig geworden, aktenkundig geworden. Ganz Deutschland ist zu ihrem Gebiet der Selbstdarstellung geworden. Dieses Mal ging es ins Adlon, nachdem sie eine Tasse Kakao getrunken hat für 7,50 Euro, hat sie den berühmten Brunnen dann erstmal in Farbe getunkt. Wohl wissend, ihr wird nichts passieren. Das sind keine Heldentaten. Das ist Gratismut. Das ist etwas, das kann jeder tun, das kann jeder lassen. Es ist einfach nur störend, es ist lästig und zeigt die Wohlstandsverwahrlosung unserer Jugend. Denn das ist das, worauf wir hinsteuern. Auf junge Menschen, die mit sich selbst nichts anzufangen wissen und ihrem Leben ein wenig Sinn einhauchen wollen, indem sie sich für irgendetwas einsetzen, von dem sie glauben, dass es erhaben und möglichst weit links der Mitte und des Mainstreams ist. Warum ich damit so brutal hart ins Gericht gehe, ist folgendes. Gleichzeitig passierte das hier in Teheran. Eine junge Frau geht in Unterwäsche durch die Stadt. Das wäre in Deutschland nichts mehr, womit man Aufsehen erregt. Da muss man schon mehr Plank ziehen, als auf diesem Bild zu erkennen ist. Aber ihr droht jetzt nicht nur die Folter und die Verfolgung, sondern auch körperliches Leid. Das ist Heldenmut. Warum tut sie das? Nun, sie ist an der Assad-Universität unterwegs gewesen und sie ist kollidiert mit der Kleiderordnung, die im Iran galt. Nicht, weil sie so rumgelaufen ist, das war die Reaktion darauf, sondern weil sie den strengen Sittenwächterinnen nicht genügt hat mit dem, wie sie sich verhüllt hat. Daraufhin hat sie sich für den Protest entschlossen und ist, so wie ihr es auf diesem Bild hier sehen könnt, in Aktion getreten. Das ist mutig. Das ist eine Entscheidung für die Selbstbestimmtheit, mit der Konsequenz zu wissen, dass man hiermit Konsequenzen persönlich zu erleiden und zu ertragen hat. Das ist kein Gratismut, das ist echte, echte Entscheidung für ein sinnvolles Dasein, für ein selbstbestimmtes Dasein und vor allen Dingen für ein Leben in Freiheiten, was man unseren Klimaaktivisten hier in Deutschland gratis zur Verfügung stellt. Denn das sind die Grundrechte, für die man nicht kämpfen muss, die man hier in Deutschland per se zur Verfügung hat. Ihr seht also, es ist aberwitzig, wenn ihr diese beiden jungen Frauen miteinander vergleicht. Auf der einen Seite Klima-Lilly, dieses Knallbonbon einer Zukunft, wie wir oder wie ich sie für uns nicht wirklich sehe. Denn wenn diese jungen Menschen sich ein wenig anstrengen würden, um einen wertvollen, produktiven Beitrag zu unserer Gesellschaft zu leisten, dann könnten sie mit ihrer Zeit Besseres anfangen, als sich auf Straßen zu kleben, Kartoffelbrei gegen Gemälde zu schmeißen oder wie jetzt
einen Brunnen mit Farbe zu versauen. Denn das alles ist Zerstörung in einem Maße, dass es zu nichts anderem als zur Augenwischerei ist. Denn mittlerweile sind die ja mit einem ganzen eigenen Fernsehteam unterwegs, damit man diese Bilder auch dokumentieren kann. Denn man will ja die Schweinereien, die man treibt, auch in die Öffentlichkeit treiben. Und wehe dem Polizisten, der dann hier als Ordnungskraft versucht einzuschreiten, um hier die geregelten, systemkonformen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir für unsere Rechte nicht kämpfen müssen wie jene junge Frau in Teheran, die Namenlose, die für mich die weitaus größere Heldin in diesen Tagen ist. Denn ich glaube, dass während wir uns hier über die richtigen und geeigneten Pronomen und das Selbstbestimmungsrecht, was übrigens seit heute insoweit scharf geschaltet ist, dass die Leute sich ihren Reisepass und ihren Personalausweis abholen können, indem aus Peter Paul Paula wird und aus Claudia Claudius. Das alles sind die Auswüchse einer wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft, in der wir uns befinden und in denen wir glauben, echte Probleme zu haben, indem wir uns darüber unterhalten, ob das Gender-Sternchen nun grammatikalisch sinnvoll ist oder nicht. Wir haben, denke ich, ganz andere Probleme. Und was mich jetzt interessieren würde, weil ich weiß, dass gerade von euch sehr viele mittlerweile in einem Alter jenseits der 50 sind und mit mir sozusagen groß und älter geworden sind in einer Bundesrepublik Deutschland, die dem Wandel unterworfen war, nicht nur in den wilden 60ern und 70ern, sondern eben auch in den 80ern mit der Wiedervereinigung 80er auf 90er und der danach entstehenden Euphorie, die jetzt in eine Frustration gemündet ist. Was mich interessiert ist, sind das Themen, die euch beschäftigen, diese jungen Menschen, die sich auf die Straße kleben, oder ist das sehr vielen von euch eigentlich egal? Genauso wie jene junge Frau in Teheran. Würde mich interessieren, denn dann wissen wir, ob wir solche Themen für euch auch zukünftig aufbereiten sollen und uns damit beschäftigen sollen, damit die Dankbarkeit vielleicht in einem weitaus größeren Maße auch in unserer Jugend wieder Einzug hält. Denn vieles, was die Jugendlichen heute in die Wiege gelegt bekommen und als Selbstverständlichkeit erachten, ist es nicht. Nicht im globalen Kontext. Warum kommen wohl so viele in unser Land? Aber der Wohlstand, den wir hier zu verteilen gedenken, den müssen wir erstmal erarbeiten. Und das ist etwas, wo unsere Jugend ihren Beitrag leisten sollte. Und da sehe ich ehrlich gesagt im Augenblick schwarz. Da würde mich interessieren, was sagt ihr dazu? Wer sieht da wie ich ähnlich düster für die Zukunft? Oder für wen ist das alles gar nicht so wichtig und es interessiert ihn deutlich weniger als so manch anderes Thema? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit wir uns auf das stürzen, was auch für euch eine, wie heißt es so schön, Relevanz hat.